Willkommen! In diesem Video lernen Sie, welche Rolle und Funktion Paul Heimann den Lernenden zuordnete. Da es bei Heimann immer an das an der russischen Schule angelehnte Praktikum in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung geht, sind die auszubildenden Lehrenden immer auch ihrerseits Lernende. Lernende berücksichtigt Heimann daher vor allem als Lehramtsstudierende im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und erst in einem zweiten Schritt als Schülerinnen und Schüler. So ist die didaktische Theorie vor allem angesichts konkreter Ausbildungsanlässe beansprucht, wenn Studentinnen und Studenten und mit ihnen die Lernenden dazu gebracht werden sollen, den von ihnen beobachteten Unterricht theoretisch zu reflektieren oder selbst ein Unterrichtsvorhaben zu entwerfen bzw. vorzubereiten. Deshalb konstatiert Heimann zwei Reflexionsarten, die den Lernenden als angehenden Lehrenden anleiten sollen. Erstens die Analyse und zweitens die Unterrichtsplanung. Hinsichtlich der Analyse hält Heimann fest, dass die Lernenden sie distanziert, emotional neutralisiert, erkennend, Zusammenhänge aufsuchend, zergliedernd und objektivierend durchführen müssen. Die Unterrichtsplanung hingegen soll konstruktiv, kombinatorisch, erfinderisch, entscheidungsbedacht und engagiert erfolgen. Durch Analyse und Unterrichtsplanung sollen die Lernenden mithin zwei Seiten des theoretischen Verhaltens entwickeln, wobei gerade hinsichtlich der Planung die Kategorie der didaktischen Entscheidung für Heimann eine eminente Rolle spielt. Ein planender Student bzw. Lernender ist praktisch immer wieder in didaktische Situationen gestellt, in denen er eine blitzartige Reflexion engagé anstellen muss, um eine Entscheidung überhaupt treffen zu können. Daher sind Engagement und Entscheidung für Heimann Grundkategorien des unterrichtlichen Handelns, sei es hinsichtlich eines weltanschaulich-religiösen Engagements oder sei es auch nur hinsichtlich der einfachen Entscheidung über einen Unterrichtsinhalt oder ein Methodendetail. Dabei schlägt Heimann methodisch im Blick auf Edmund Husserl eine Phänomenologie des didaktischen Entscheidungsverhaltens vor, mit dem der Lernende als Lehrender sich selbstreflexiv das Phänomen der Entscheidung bewusst werden kann, um sein theoretisches Potenzial zu erhöhen. Dabei sollen die Lernenden als Lehramtsstudierende über mehrfache Reflexionsstufen eine Kategorialanalyse erstellen, die einer Strukturanalyse von Lehr- und Lernprozessen entspricht. Im Zuge dieser Strukturanalyse soll eine Topologie der wichtigsten Entscheidungs- und Begründungsfelder erstellt werden, um das didaktische Struktur- und Problembewusstsein zu steigern. Im Zuge dessen wird dann auch das Entscheidungs-, Tatsachen- und Methodenbewusstsein erhöht. Heimann betont in diesem Sinne, dass es im Schulunterricht immer darum geht, irgendwelche Gegenstände, also Lernanlässe, in bestimmter Absicht, also zu Lernzwecken, und in bestimmten Situationen in den Erkenntnis-, Erlebnis- und Tätigkeitshorizont von Kindern und Jugendlichen zu bringen. Die Lehrenden bedienen sich dabei bestimmter Verfahrensweisen und Medien, wobei Heimann in diesem Prozess sechs kategoriale Grundbestimmungen als Elementarstrukturen des Lehr- und Lernprozesses ausmacht. Diese Elementarstrukturen sind erstens die intentionale Elementarstruktur, zweitens die inhaltliche Elementarstruktur, drittens die methodische Elementarstruktur, viertens die medienbedingte Elementarstruktur, fünftens die anthropologisch-psychologische Elementarstruktur und sechstens die situativ-sozial-kulturelle Elementarstruktur. Heimann geht es hier vor allem darum, die Voraussetzungen, mit denen die Schülerinnen und Schüler als Lernende in den Unterricht kommen, angemessen zu berücksichtigen. Eine Theorie von Unterricht muss nach Heimann mit diesen elementaren Voraussetzungen rechnen, kann diese aber nicht oder nur bedingt beeinflussen. Heimann geht allerdings nicht davon aus,
dass diese Voraussetzungen immer gleich sind. Es handelt sich vielmehr um variable Elementarstrukturen, die zwar vorkommen, aber im Einzelfall als konkrete Voraussetzung von Lehr- und Lernprozessen analysiert werden müssen. Es ist für Lehrerinnen und Lehrer aber wichtig zu wissen, dass solche Voraussetzungen ihren Unterricht grundlegend mitbestimmen. Von zentraler Bedeutung für Paul Heimanns Didaktik der Lernenden ist, dass er sich vornehmlich um Lehramtsstudierende gekümmert hat. Dabei ist neben den Lehrenden auch der Lernende grundlegend zur theoretischen Reflexion verpflichtet, die man nach Heimann in erstens Analyse und zweitens Unterrichtsplanung zerfällt. Ausgehend von Analyse und Planung entwirft Heimann eine Theorie des Engagements und der Entscheidung. Methodisch schlägt er deshalb eine Phänomenologie des didaktischen Entscheidungsverhaltens vor. Diese durchaus in Anlehnung an Edmund Husserl entworfene Phänomenologie ist als Bewusstseinstheorie auf eine Kategorialanalyse als Strukturanalyse von Lehr- und Lernprozessen verwiesen. Diese Analyse soll vor allem das Struktur- und Problembewusstsein der Lernenden befördern. Aber auch das Entscheidungstatsachen- und Methodenbewusstsein soll so erhöht werden. Im Sinne der Strukturanalyse von Lern- und Lehrprozessen legt Heimann dann 6 Elementarstrukturen frei, die ein umfassendes didaktisches Modellieren ermöglichen. Heimann unterscheidet erstens die intentionale, zweitens die inhaltliche, drittens die methodische, viertens die medienbedingte, fünftens die anthropologisch-psychologischen und sechstens die situativ-sozial-kulturelle Elementarstruktur. Eine Theorie von Unterricht muss mit diesen Strukturen rechnen, kann sie aber nur bedingt beeinflussen. Insgesamt hat Paul Heimann mithin auch eine Theorie der Lernenden im Blick auf angehende Lehrende konzipiert, die zwischen Analyse und Unterrichtsplanung den Akzent auf eine Phänomenologie der Entscheidung legt. Um die Lehr- und Lernprozesse bei Lernenden analysieren und planen zu können, schlägt Heimann eine Analyse der Elementarstrukturen des Lehrens und Lernens vor. Diese Analyse soll didaktischen Aufschluss über die innere Verfassung eben dieser Lehr- und Lernprozesse liefern. Der lernende Lehramtsstudent soll durch diese Analyse sein eigenes theoretisches Potenzial genauso erhöhen wie jenes von lernenden Kindern und Jugendlichen in den Schulklassen.